Ach ja, wir gehen direkt in den Prozess rein. Ja. Kann ich mich an alles von gestern erinnern? Oh Gott, ich hoffe. Gestern haben wir die geschaut, ist auch gestanden. I don't know. Ja, seit dem Update der Cam sind die Settings nicht mehr so, wie sie sein sollen und werden auch irgendwie nicht richtig gespeichert. Schreib's mir in den Feedback-Channel, dann kümmere ich mich drum. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Das ist Angeklagtenzimmer, richtig, aber ohne Angeklagte. Ich habe den ganzen Morgen versucht, Lana zu erreichen. Wo steckt sie nur? Und wo ist eigentlich Emma? Und sieht so aus, als ob... Es ist irgendetwas vorgefallen. Edgeworth. Was vorgefallen, na toll. Wie ich sie kenne, haben sie es bereits herausgefunden. Sie wissen, zu wem die Ausweisnummer 7x7 gehört. Nun, ich habe eine starke Vermutung. Es sieht so aus, als sei ich nicht der Einzige, der es herausgefunden hat. Der einzige Grund, weshalb der Prozess gestern nicht mit einem Urteil endete, ist, dass es noch Zweifel bezüglich des Ausweisverzeichnisses es geben könnte. Ein lispelnden Mann, ganz viele S sprechen lassen. Dankespiel. Gehört diese Nummer zu der Person, die sie vermuten, wird es keinen Zweifel mehr geben. Schließlich wurden gegen ihn keine öffentliche Klage erhoben. Das ist wahr. Noch nicht. Sobald alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind, kann ich das Urteil über die Angeklagte erfordern. Nur 5 Minuten nach Verhandlungsbeginn würde Lana schuldig gesprochen. Aber sie hat es nicht getan. Ich dachte mir schon, dass sie das sagen würden. Deshalb bin ich hergekommen, um zu hören, was sie zu sagen haben. Hilft er mir gerade oder will er ein... Oh, ich kann Edgeworth so gar nicht einschätzen. Okay, also Edgy ist ja eigentlich ein Good Boy. Das wissen wir. Das ist ja... Er ist ja eigentlich ein Feini. Aber er ist halt auch unglaublich motiviert, was seine Position, seine Stellung angeht. Und ich glaube, er hat deswegen selber jetzt so einen Gewissensbiss. Ist aber jetzt, weil er doch ein Guter ist, hergekommen, will aber jetzt von mir was hören, was ja eigentlich ihm helfen würde. Oh, das ist schwierig einzuschätzen. Nochmal Tiefenanalyse gemacht. Ich glaube, da fehlt ein bisschen der Kontrast. Ich habe doch keine Ahnung von so was, der hat die. Der hat gestanden. Wir haben also ein eindeutiges Geständnis. Ja, ich stehe auch gerade. Ich glaube, ich spiele die Phoenix Wright-Teile nochmal, wenn ich Grandia durch habe. Damit nur... Ah, da musst du dich... Ne, wobei... Ich wollte gerade sagen, da musst du dich beeilen, damit du vor mir fertig wirst. Ich habe ja einen Teil Vorsprung, aber... In meinem Tempo. Ja, lassen wir es. Das ist das erste Mal, dass er so etwas tut. Lana versteckt sich irgendwo. Und der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren, ist... Sie zum Reden zu bringen. Die Wahrheit? Es hängt alles mit dem Fall SL9 zusammen. Seien Sie doch nicht dumm, heute ist der letzte Prozesstag. Wir haben keine Zeit, in der Vergangenheit zu schwelgen. Das hängt ganz von Ihnen ab. Wird sie schuldig gesprochen, können Sie nie herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns vor Gericht, Wright. Jetzt geht's los. Jetzt oder nie. Ich muss herausfinden, was Gant gegen Sie in der Hand hat. Ja, wir wissen es ja eigentlich schon. Pi mal Daumen. 10 Uhr, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verhandelt nun den Fall Lana Sky. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Normalerweise hält die Anklage an dieser Stelle das Eröffnungsplädoyer. Bevor jedoch möchte der Polizeichef einen Vorschlag unterbreiten. Ach, der Polizeichef, der Herr Gant, ne? Ah, ja. Wie lange geht der Teil noch, den Dave gerade spielt? Wir sind im letzten Fall am letzten Tag eigentlich. Der dritte Prozesstag ist immer der letzte. Laut den eigenen Regeln, also die das Spiel an Regeln gegeben hat, die in dieser Welt, in der wir spielen, gelten. Deswegen hoffe ich, dass wir da heute durchkommen. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt noch einen krassen Plot-Twist hinlegt. Aber eigentlich ist die Gesetzlage so, dass es maximal 3 Verhandlungstage gibt in dieser Welt für einen Prozess. Und wir sind am dritten Tag. Von daher, eigentlich sollte nicht mehr viel passieren, aber das Spiel kann sich ja... Hieß es nicht Tag 1, letzter Prozess? Nein, 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 das hieß letzter Tag, erster Prozess. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2 Prozesse haben, wieder mit einer Mittagspause oder so. Nehme ich mal stark an.
Der Polizeichef möchte einen Vorschlag unterbreiten. Gefällt mir nicht. Polizeichef Gant. Morgen alle zusammen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Hey, Ochi, schon im Pool gewesen? Nein. Im Augenblick ertrinke ich fast in Arbeit. Das war gut. Ich glaube nicht, dass ich das überbieten kann. Polizeichef, ich würde Sie gerne fragen, was genau Ihr Vorschlag ist. Ja, hör da erstmal zu. Er mit seinen spannenden Pausen immer. Lana, also die Angeklagte, hat mich gefragt, ob sie sofort zum Gericht sprechen könne. Sie möchte was? Nachdem ich nun weiß, was sie sagen möchte, sollte ihrem Antrag stattgegeben werden. Ich hätte auch, gern so eine Strähne, an der ich rumspielen könnte. Letztlich wird es allen viel Zeit und Mühen ersparen. Warum machst du den Vorschlag? Und ich... Hä? Was soll das Ganze, Angeklagte? Ich möchte nur einen einfachen Antrag stellen und dann bin ich fertig. Nun dann, wie lautet die Antwort? Euer Ehren, ich möchte, dass Sie das Verfahren... dass Sie dem Verfahren ein sofortiges Ende bereiten. Hä? Ich befinde mich in allen Anklagepunkten für schuldig. Am 21. Februar dieses Jahres ermordete ich Inspektor Bruce Goodman. In der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Nein, Lana! What? Ja, danke. Ich muss nicht mal was klicken. Das dürfen Sie nicht tun. Euer Ehren, die Behauptung der Angeklagten ändert nichts am Einspruch der Verteidigung. In diesem Fall, Herr Wright... Oh nein, sie will mich... Sie feuert mich als ihren, Nee. Wir dürfen einfach chatten, damit Dave nicht in den Chat schaut. Und schneller spielt. Was? Theoretisch heute, aber mit Dave können sie 1-2 Streams mehr. Nein, nicht chatten. Ihr müsst mir aber helfen manchmal. Einspruch. Dann benötige ich Ihre Dienste nicht länger. Aber Lana. Euer Ehren, hiermit verwirke ich mein Recht auf einen Anwalt. Die Anklage verfügt unter Umständen nicht über direkte Beweise gegen mich. Aber durch Zeugenaussagen und Indizienbeweise wurde der Fall ausreichend belegt. Ich bitte Sie darum, Ihr Urteil jetzt zu fällen. Nun, die Angeklagte hat auf jeden Fall das Recht, sich selbst zu vertreten. Ihr Antrag ist rechtlich gültig, obwohl dies eine beispiellose Situation ist. In der Tat gibt es anscheinend keinen weiteren Grund, diesen Prozess fortzusetzen. Auch wenn Herr Wright anderer Meinung ist. Das darf nicht wahr sein. Die Zeit für das Urteil ist nun gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für... Einspruch. Edgy? Einen Moment, euer Ehren. Oh, danke, Edgy. Einen Moment, euer Ehren. Herr Edgeworth? Die Anklage hat die Schuld der Angeklagten noch nicht zweifellos bewiesen. Ein Urteilsspruch wäre jetzt noch verfrüht. Kommen Sie, Worthy. Ich verstehe, dass es für Sie schwierig ist. Aber seien Sie doch einfach ein guter Junge und halten Sie den Mund. Oh, darf ich ihm bitte ins Gesicht springen und pupsen? Ah. Ha. Ihr Ton gefällt mir nicht, Polizeichef Gant. Wie bitte? Ein weiteres Lügenmärchen, um die Fehler aus Ihrer Vergangenheit zu vertuschen. Tut mir leid, aber ich bin nicht mehr der kleine, naive Junge von früher. Dieses plötzliche Geständnis der Angeklagten zeigt, dass irgendeine geheime Abmachung getroffen wurde. Irgendeine Abmachung, ha? Nicht alle arbeiten so wie Sie, Worthy. Ha. Das dachte ich mir. Euer Ehren, die Anklage würde gern jemand anderen als ersten Zeugen aufrufen. Oh, und wen? Die Anklage würde als ersten Zeugen gerne Frau Emma Sky aufrufen. Ich beantrage, dass ihre Aussage vor Gericht gehört wird. Herr Edgeworth, ich übe mein Recht auf Selbstvertretung aus. Ich denke, wir müssen nicht fortfahren. Es ist mir egal, was Sie denken, Frau Sky. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, endet das manchmal in einer Tragödie. Wie dem auch sei, egal wie tragisch die Wahrheit auch sein mag, wäre es noch tragischer, sich von ihr abzuwenden. Nun schön, das Gericht wird dem Antrag der Anklage stattgeben. Ist das auch in Ihrem Sinne, Polizeichef Gant? Worthy. Das werden Sie bereuen, glauben Sie mir. Oh nee. Frau Emma Sky, treten Sie bitte in den Zeugenstand.
Es sieht so aus, als wolle Edgeworth den Stier bei den Hörnern packen. Ah, das ist gut. Oh nein, die Arme. Ah nein. Gut, Zeugin. Nenne bitte deinen Namen. Und nur sein minderjähriges Mädchen jetzt geduzt. Das ist hier. Rennt mit einem Flammenwerfer durchs Gesicht. Nein, Herbst, das darfst du auch nicht. Hohes Gewicht, Herr Gant, droht dem Kläger. Ja, eigentlich schon, ne? Gut, Zeuge, nenne bitte deinen Namen und Beruf. Mein Name ist Emma. Emma Sky. Mein Beruf? Ich bin Lanas jüngere Schwester. Und werde wissenschaftliche Ermittlerin. Vor 2 Jahren bist du dem Serienmörder Joe Dark von den Darkmorden begegnet. Stimmt das? Wieso darf ich nicht? Flammenwerfer sind gefährlich. Du kannst nachher alles abfackeln, wenn der Raum leer ist. Sachschäden sind mir egal. Wenn du aber mit dem Flammenwerfer rumwendest, wenn hier Menschen drin sind, finde ich das nicht okay. Ja. Ich versuche alles, um es zu vergessen, aber... Es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss dich bitten, dich noch einmal an diese Ereignisse zu erinnern. Herr Edgeworth, bitte. Im Prozess geht es um den Mord an Inspektor Goodman. Ist ein schon gelöster Fall von vor 2 Jahren wirklich relevant? Ja, ohne Zweifel. Gut, okay. Er gab sehr schnell nach. Bitte, hallo Lucario. Bitte sage jetzt darüber aus, was vor 2 Jahren geschah. Die Reise in die Vergangenheit fängt endlich an. Zeitreisen! Sie wird uns zur Wahrheit hinter diesem Prozess bringen. Wo ist die TARDIS? Habe ich da eine TARDIS da? Nee. Ich will es auch keine holen. Oh Gott, wir müssen da auch noch hinterher fragen, dann ist er... Es tut mir jetzt schon leid. An jedem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Ein Mann kam hereingerannt und nahm mich als Geisel. Neil Marshall rettete mich. Aber ich werde nie vergessen, was ich in jenem Augenblick sah. Der Mann hob sein Messer und stach Herr Marshall in die Brust. Nein. Herr Marshall starb durch einen Einstich in den Rücken. Durch Herz und Lunge. Mm-mm. Wir haben einen Fehler in dieser Aussage schon. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ich wurde ohnmächtig und erinnere mich nicht an viel. Das ist verständlich, aber... Bitte sagen Sie mir, Herr Edgeworth, was hat diese Aussage mit dem Mord an Inspektor Goodman zu tun? Das werden wir gleich sehen, euer Ehren. Eins Dave, hallo, eins Dingel. Ich bewundere ihn für seinen Mut, den er hat. Ja, denn er hat ja keinerlei Beweise. Nun gut, die Verteidigung möge mit dem Kreuzverhör beginnen. Warum? Also, ja, wir machen Kreuzverhör, aber... Warte, da setzen wir uns wieder hin. Aha. Die Rose rotiert uns der Giebrille, genau. Herbst, du darfst Gant hauen. Genau, Herbst, die packt den Hammer aus und hau Gant. Da darfst du wie auf so Whack-A-Mole drauf haben, wie du willst. Da ist es nicht schade drum. An jedem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Vor 2 Jahren war die Angeklagte eine Inspektorin bei der Polizei, richtig? Ja, sie kam in der Hierarchie direkt hinter Polizeichef Gant an 2. Stelle. Meine Schwester, sie war die beste Inspektorin der Welt. Ja, ich erinnere mich. Oberinspektor Gant und Frau Sky waren wirklich ein gutes Paar. Ich glaube, sie hatten sogar ein gemeinsames Büro. Das stimmt. Ich saß immer am Schreibtisch meiner Schwester. Und träumte davon, auf dieser Orgel zu spielen. Auch an jenem Tag wollte ich auf ihr spielen. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an dem Tag ein Fest. Lana hatte mir versprochen, nach der Arbeit mit mir zu essen zu gehen. Ich habe nur ein Messer. Wobei, such den Hammer. Ah, hier. Ein Mann kam hineingerannt und nahm mich als Geisel. Ein Mann? Ja, Joe Dark. Er war ein Serienmörder. Joe Dark wurde an jenem Tag zum Verhör eingebracht. Wir mussten dringend etwas finden, um ihn festnehmen zu können. Als sich die Gelegenheit ergab, flüchtete er aus dem Zimmer, nicht wahr?
Moment mal, mein Handy vibriert gerade die ganze Zeit. Warum zum Geier? Was ist denn los? Was willst du von mir? Halt die Schnauze. Er flüchtete aus dem Zimmer, nicht wahr? Nach seiner Flucht aus dem Zimmer nahm er den Fahrstuhl. Er muss in Panik geraten sein, denn der Fahrstuhl fuhr nach oben. Dann rannte er in das Büro von Sky und Gant. Nee, er wollte gezielt Sky und oder Gant haben. Das war kein Versehen, sage ich. Kitty, danke für den Follow. Draußen war großer Lärm, also öffnete ich die Tür, um nachzusehen. Da sah ich ihn. Du hast überhaupt noch die Tür aufgemacht. Neil Marshall rettete mich. Roggel im Büro, welchen Luxus. Ja, das ist, ja. Was hatte der Staatsanwalt dort zu suchen? An jenem Tag waren zwei Leute bei Darks Verhör dabei. Inspektor Damon Gant und Staatsanwalt Neil Marshall. Gant war auch da. Neil Marshall war gerade zum König der Staatsanwälte gekürt worden. Jung und voller Eifer ging er nach der Zeremonie direkt zum Verhörzimmer. Ich nehme an, deshalb war er der Erste, der hinter Dark herrannte. Als Dark mich packte, dachte ich, ich sei so gut wie tot. Und in diesem Moment kam Staatsanwalt Marshall herein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was dann passierte. Aber ich werde nie vergessen, was ich in jedem Augenblick sah. Was ist falsch, an was du dich erinnerst? Kannst du uns davon erzählen? Herr Marshall stürzte sich auf Dark. Genau in dem Augenblick ging das Licht aus. Das Licht? Es war genau zu dieser Jahreszeit. Es gab ein schreckliches Unwetter und ein Blitz schlug in der Nähe ein. Also gab es einen Stromausfall. Warte. Wenn es im Raum stockdunkel war, hättest du doch nichts sehen können, oder? Stimmt, aber dann gab es draußen wieder einen Blitz. Dieser Blitz hinterließ ein Bild in meinem Kopf, das ich nie vergessen werde. Ich verstehe. Ich erzählte dem Inspektor, was ich gesehen hatte. Dem Inspektor? Ja, Inspektor Goodman. Er war für den Fall verantwortlich. Inspektor Bruce Goodman. Das Opfer. Ja, natürlich weiterzuhören. Du hast also mit Inspektor Goodman darüber gesprochen vor 2 Jahren. Ja. Das ist, was diesen Prozess so unheimlich macht. Und du hast Inspektor Goodman erzählt, was du gesehen hast? Ja, aber damals konnte ich einfach nicht darüber reden. Deshalb hatte ich das Bild gemalt. Ein Bild? Ich glaube, sie hatte das schon mal erwähnt. Aha. Hört sich alles sass an. Dafür muss ich nicht mal das Spiel kennen. Nun, Herr Wright, haben Sie genug gehört? Ich will nein, das Bild bitte. Das Bild, das die Zeugin malte. Oh, no. Und Kitty! Danke für den Rage. Ah ja. Hallo Dave, ich bring dir die Kitty Crew vorbei. Ach, Zylindara ist schuld. So, ich darf euch dem Spiel wieder nicht raustappen, das muss ich das so machen. Und ich habe heute keine Mods da. Hallo? Funktioniert mein Chat nicht. Meine Tastatur leer. Jetzt. Vielleicht keine Mods da. Mein Mod liegt mit Migräne zu Bette. So. Ich alles selber hier machen. Overwatch 2. Aua. Wie war's? Wie lief's? Ranked? Normal? Was hat er getrieben? Er muss ja sagen, ich bin auf Overwatch 2 immer noch sauer, weil ich Overwatch 1 besser fand. Punkt. Es macht schon Spaß. Yes. Okay, nicht vielleicht. Gute Besserung an den Mod. Wenn er es hört, was er nicht tut, weil er nicht in der Modliste aktiv ist, werde ich es ihm aussichten. Vielleicht. Ich werde es vergessen. Wir schicken ihm Genki-Dama-mäßig unsere Energie. Das Bild, das die Zeugin malte, hat meiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung. Wieso? Aber auf der Beweisliste, die ich vor 2 Jahren erhielt, war kein Bild angegeben. Zeugin, dürfen wir diese Erklärung deiner Aussage hinzufügen? Ja, euer Ehren. Ah ja. Ich habe diese Szene einmal gemalt, aber sie ist anscheinend verloren gegangen. Du hast ein Bild von der Szene gemalt, die du beobachtet hast. Ist das richtig? Das hast du gerade gesagt. Ja, ich wollte alles tun, um die Ermittlungen zu unterstützen. Ich sehe es heute noch. Immer wenn ich meine Augen schließe. Das ist komisch. Ich habe den Fall nach dem Tod von Staatsanwalt Marshall übernommen. Aber ich habe bis heute kein Bild erhalten.
irrt sich die Zeugin vielleicht. Aber ich habe es gemalt. Ich schwöre es. Ich habe das nicht geträumt. Das Bild, das Emma malte, macht mich nachdenklich. Ich denke, ich sollte die Beweise nochmal überprüfen. Nun gut, machen wir weiter. Diese Szene hat ein Bild in deinem Kopf hinterlassen. Kannst du es uns bitte beschreiben? Der Mann hob sein Messer und stach Herr Marshall in die Brust. Das stimmt nicht. Wir haben Unranked gespielt mit der Community. Ah, war ganz witzig. Bis ich ganz zu salty wurde. Oh. Und dann der Rage Quit. Scheiße, Stream aus. Nein, Quatsch. Ja, es ist. Ja, wenn man sich zu sehr aufregt, sollte man aufhören. Dann, es wird halt einfach nicht besser dann. Dieser Edgelon-Typ ist auch einfach unsympathisch, oder? Nein, Edgy ist schon cool. Nee, ist schon spät. Ah ja, deswegen. Gute Aussicht, die Uhrzeit. Oh, ich reg mich gerade auf. Oh, guck mal. Schon so spät. Lass mal auch weg. Entschuldigung, ich mach nur Spaß, ne? Das muss ein schrecklicher Schock gewesen sein. Auch jetzt noch, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich es klar und deutlich. Sag uns, was genau hast du in dem Augenblick getan? Ich glaube, du hast gesagt, dass dich Joe Dark als Geisel nahm. Als der Blitz einschlug und das Licht ausging, stürzte sich Herr Marshall auf Dark. Sieht aber ganz anders aus. Sich Marshall, der Rechte? Ich wurde zur Seite geschleudert und die beiden fingen an zu kämpfen. Achso, es geht noch weiter. Na gut. Ich habe sie ganz sicher beobachtet. Emma hat keinen Grund zu lügen. Dafür aber Lana. Ich muss Emma dazu bringen, mir so viel wie möglich darüber zu erzählen. Okay, wir haben alles gehört. Oh, Zylindar hat darunter leiden müssen. Oh nein. Alarand ist völlig inkompetent in Overwatch. Oh Gott. Ich habe früher Support in League gespielt. Was ich teilweise als ADs bekommen habe, ich fühl's. So. Wir haben ja hier die zweite Liste. Deswegen. Wir machen einen Scum Safe. Wie immer. Und präsentieren jetzt die zweite Liste. Herr Edgeworth. Dieses kleine Mädchen malte das Bild aus vollem Herzen. Und Sie wollen noch immer seine Existenz leugnen? Hä? Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich sage nur, dass mir als Staatsanwalt des Falls kein solches Bild gegeben wurde. Das mag wohl sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht existiert. Sehen Sie? Ist das die Beweisliste des Falls SL9? Bitte drehen Sie das Blatt um, Euer Ehren. Es umdrehen? Es umdrehen. Oh, was ist das denn? Aha! Tja, aber was ist das? Hey, das ist es. Das ist mein Bild. Oh, ich habe es mir nie angeschaut. Anscheinend war das auf der Rückseite. Das war jetzt Lucky von mir. Deswegen God Gamer Dave oder auch Skilled Luck Dave. Berühmte Dave-Luck schlägt mir dazu. Ich mach was richtig, obwohl ich was anderes mache. Das ist so geil. Ich bin aber auch schon direkt wieder weg. Angenehmen Stream, Nachtschicht wünsche ich euch. Viel Spaß. Nochmal danke für deinen Raid. Habt eine wunderbare gute Nacht. Das ist heute das Längste, was ich bei dem Game zugeschaut habe. Du hast so viel verpasst. Es ist wirklich so witzig. Erbsi, du musst mehr da bleiben. Erbsi hat die Charakterentwicklung von Edgeworth nicht mitbekommen. Ja, er wurde vom Arschloch-Gegner die ganze Zeit zu... Und Gott sei Dank habe ich das verpasst. Nein, das ist großartig. Es macht wirklich Spaß. Irgendwann spielst du es selber noch. Ja. Nächste Kanalpunkte-Belohnung bei Herbsti für Spielwünsche. Phoenix Wright. Voll dafür. Nee, das ist mir zu viel Gelaber. Aber Story. Bei einem Film guckst du auch zu die Reden die ganze Zeit. Ja, ist auch zu viel Gelaber und zu wenig Bumm-Krach-Peng. Ja, hier. Ich versuche mal eine neue Tastatur zu lernen. Wenn ich langsam oder extrem falsch schreibe, wisst ihr Bescheid. Ich gucke keine Filme. Filme sind noch scheiße. Das Medium Film ist überbewertet und funktioniert einfach nicht. Tatsächlich sieht man hier zwei Männer, die miteinander kämpfen.
Was hat das zu bedeuten? Woher haben Sie diese Liste? Ich, hallo Damian. Ich, nur der zuständige Staatsanwalt sollte Zugang zu dieser Liste haben. Hä? Diese Listen unterscheiden sich voneinander. Was? Es sieht so aus, Herr Edgeworth, als ob die Liste, die Sie vor 2 Jahren erhalten haben, unvollständig war. Diese 2 Listen ergeben zusammen eine. Hier kann man sehen, wo sie auseinandergerissen wurden. Sehen Sie, Herr Edgeworth, es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Vor 2 Jahren bekamen Sie nur die Hälfte der Beweise. Was? Was? Der gute Edgy. Ja. Ruhe, Ruhe! Wer hätte gedacht, dass das Bild auf der Rückseite der Liste gemalt wurde? Das wurde Inspektor Goodman im Verhörraum überreicht. Einen Moment. Wenn die Liste in 2 Teile zerrissen wurde, heißt das... Euer Ehren. Geht es Ihnen gut, Herr Wright? Ihre Augen treten so hervor. Wenn die Beweisliste in 2 Teile zerrissen wurde, dann ist der Rest des Bildes vielleicht auf der Rückseite von Herr Edgeworths Liste. Oh ja, das ist durchaus möglich. Herr Edgeworth. Es ist möglich. Lassen Sie mich nachsehen. Das stimmt etwas nicht. Das will ich fragen. Tut mir leid, Euer Ehren. Da ist etwas Gemaltes auf der Rückseite meiner Liste. Das ist das Ding. Oh nein. Nein! Warum ist der Blue Badger da hinten drauf? Oh nein! Oh! Oh! Das ist das Ding! Das Ding, das im Beweisraum getanzt hat. Offensichtlich hat es der Leiter der Kriminalabteilung für seinen Entwurf benutzt. Wahrscheinlich hatte er kein Schmierpapier mehr. Oh mein Gott. Dave, einen Blue Badger suchen. Nein, ich will keinen Blue Badger mehr. Ich hab die Schnauze voll vom Blue Badger langsam. Die Beweisliste wurde aktualisiert. Andere Hälfte im ganzen Schreibtisch gefunden. Wunderbar. Nun gut, Zeugin. Könntest du bitte was über das Bild sagen, das du vor 2 Jahren gemalt hast? Hä? Oh ja! Euer Ehren, ja. Was ist nur mit Emma? Das Bild hat sie nachdenklich gestimmt. Ich habe den Visual Novel Part bei David the Diver schon gehasst und weggeskippt. Weil die einfach immer so einen heißen Brei reden. Die sollen mal schnell auf den Punkt kommen. Bin zu ungeduldig für solche Laberspiele. Aber Herbsti. Das heißt, mit Herbsti kann man keine langen, tiefen Gespräche führen, weil dauert ihr zu lang. So sehen also nachdenkliche Frauen aus. Genau. Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt habe. Ja. Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jenem Augenblick sah. Ihr sagt halt, was ihr wollt! Wenn man bedenkt, dass ein Blitz ein solches Bild in deine Erinnerung einbrannte. Nur deshalb war es ihr möglich, uns zu zeigen, was sie sah. Nun, ich sehe hier keine Widersprüche. Es zeigt, wie Joe Dark versucht, Neil Marshall umzubringen. Wahrscheinlich ist es genau andersrum. Die Verteidigung möge mit dem Kreuzverhör beginnen. Ich? Oh ja, Emmas Bild. Ja. So, Moment mal. Hast du dieses Bild direkt nach dem Vorfall gemalt? Ich glaube, ich malte es 2 oder 3 Tage später. Zuerst stand ich so unter Schock, dass ich zu nichts fähig war. Während dieser Zeit wurde ein Team aus Inspektoren zusammengestellt. Inspektor Goodman war verantwortlich. Unter der Leitung von Damon Gant und Lana Sky. 2 oder 3 Tage später. Ich bin doch kein Mensch für Smalltalk. Das ist unnötig, miteinander reden. Die Erinnerungen müssen immer noch frisch gewesen sein. Entschuldige bitte, Zeugin. Aber könntest du uns sagen, warum das Bild ganz in Schwarz gemalt ist? Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Damals wusstest du nicht einmal, dass es Herr Marshall war, der dich befreite? Nein, ich konnte ihn nicht genau sehen. Der Blitz war so grell.
Und ich wurde zu Boden gestoßen. Warte! Ich überlege gerade. Das ist doch alles ein Komplott. Sie hat ja nicht gesehen, wer war. Das hat alles Gant eingefädelt. Gant hat dem Typen gesagt, bring jemanden um. Und zu dem anderen hat er gesagt, bring... Hilf der. Der kommt einem riesen Komplott auf die Schliche hier. Der Blitz war so grell und ich wurde zu Boden gestoßen. Du wurdest zu Boden gestoßen? Dark hatte mich festgepackt, aber als sich Herr Marshall auf ihn stürzte, wurde ich weggestoßen. Ich drehte mich um. Und in dem Moment gab es den Blitz. Schleichendes Kompott. Und Kompott wäre jetzt auch nicht schlecht. Arme Emma, ich bin wirklich froh, dass sie nicht verletzt wurde. Was passierte nach dem Blitz? Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Was soll also das? Will was sprechen. Ellie, so wird nicht geredet. Ja. Wir können einfach nebeneinander unser Ding machen und müssen nicht viel reden. Wenn wir nicht wollen. Du meinst, dass du den eigentlichen Mord nicht gesehen hast? Nein. Es tut mir leid. Der Blitz erhellte die Dunkelheit, nur für den Bruchteil einer Sekunde. Außerdem fiel die Zeugin aufgrund der traumatischen Situation in Ohnmacht. Müssen Sie das Mädchen wirklich weiter quälen? Was? Nee, ich bin hier nicht der Bösewicht. Das hat Angie auch schon mal gesagt heute. Jedenfalls dieses Bild. Wahrscheinlich passierte gar nichts. Und es ist ganz was anderes passiert. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jenem Augenblick sah. Entschuldige, dass ich frage, aber hast du wirklich genau das gemalt, was du sahst? Natürlich. Das ist genau die Szene. Du bist durch die Gespräche mit den Inspektoren nicht irgendwie beeinflusst worden? Unterstellen Sie uns etwa, Ihre Erinnerung manipuliert zu haben, Herr Wright? Nein, natürlich nicht. Ich pass besser auf, oder er wird einen Weg finden, mein Gehalt zu kürzen. Du bist... egal. Ich habe dieses Bild gemalt, bevor ich mit den Inspektoren redete. Deshalb glaube ich, konnte mich keine Geschichte beeinflussen. Herr Wright. Stört Sie etwas an diesem Bild? Hä? Oh, nun... Oh nein. Wir gucken vorher. Warte mal. Nee. Ach ja, A und B ist wieder getauscht. Wir sind ja nicht bei Nintendo. Jedes Mal wieder. Speichern. Ja. Was stört mich? Stört mich irgendwas? Das ist seltsam. Sie behauptet, dass es genau die Szene ist, die sich in ihre Erinnerung eingebrannt hat. Und trotzdem. Hier gibt es einen klaren Widerspruch. So, was haben wir denn für Beweise? Sieht aus, als ob der ein Lineal in der Hand hat und kein Messer. Das ist gerade nicht da. Warte, ein ganzer Sorge gefunden. Beweis aber für Fingerabdrücke. Na toll. Warum ist da der Blue Badger drauf? Hattest du nicht gesagt, dass der von hinten erstochen wurde? Ja. Warte. Hier, Nils Autopsiebericht. In den Rücken gestochen, tot durchpunktiertes Herz und Lunge. Messerspitze in Wunde. Das ist der Autopsiebericht. Das Problem ist, das kann ich hier jetzt gerade nicht bringen. Warte, doch eigentlich hier, oder? Nein. Mach die blöde Marke. Ja, sehr gut. Das muss die letzte Aussage sein. Ich überbringe nur ungern schlechte Nachrichten. Aber das Bild, das die Zeugin malte, enthält einen gewaltigen Widerspruch. Was? Aber ich erinnere mich, es sei es gestern gewesen. Alright. Vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns diesen Widerspruch einfach zeigen. Welcher Teil dieses Bildes widerspricht dem Autopsiebericht? Ja, er steht vorne. Naja, du hast recht, das sieht aus wie ein Lineal.
Der erst von vorne? Ich denke, es ist dieser Teil hier. Ich könnte nichts Seltsames entdecken. Das liegt daran, dass das Bild falsch ist. Herr Wright, wie können Sie nur? Ein kleines Mädchen zum Weinen zu bringen, sollte Todesstrafe bedeuten. Ach, weil ich jetzt nicht den wichtigen... Nee, sowas finde ich doof. So, laden. Das ist Quatsch. Rückenstochen, blablabla, punktiertes Herz, Lunge, ja, blablabla. Das ist ja das Wichtige, genau. Aber was? Hier, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Warte, nochmal. So, welcher Teil passt hier nicht? Nein, nein, nein! Ich habe gerade nur aus Versehen geklickt. Ich hasse es.